Hallo, meine lieben Fußballfreunde, und seid ihr ganz herzlich willkommen zu den Transfermarkt-News. Ja, ihr seht richtig, jetzt gerade kurz vor 12 werde ich hier die Transfermarkt-News-Folge aufnehmen, weil ich gedacht habe, vielleicht tut sich ja heute noch an dem Sonntag hier heute noch irgendwie etwas, und ich sag mal, es hat sich wenig in Anführungszeichen getan. Wir fangen erstmal hiermit an, nämlich Man United, Stürmerstar Rooney kehrt zum FC Everton zurück. Man hat Lukaku verkauft an Man U und Rooney kehrt nun zurück. Ich sag mal, ist ein guter Transfer, freut mich für Everton, die auch bislang sehr viel Geld ausgegeben haben, muss man mal dazu sagen. Dann hat Stuttgart einen Flügelspieler verpflichtet aus Sion. Ist jetzt nicht so ganz in dem Sinne ein Highlight. Wagner verlängert in Hoffenheim. Dann der Transfer heute schlechthin. Antonio Rüdiger wechselt für 35 Millionen zum FC Chelsea von AS Rom. Das freut mich richtig für ihn. Er macht auf jeden Fall einen deutlichen Sprung nach vorne. Ich weiß noch, damals Stuttgart, dann zum AS Rom gewechselt. Und nun Chelsea. Freut mich richtig für ihn, muss ich zugeben. Ich denke, wir werden viel von ihm hören. Ein John Terry. Ich weiß jetzt nicht, ob er ganz Karriere aufgehört hat oder jetzt irgendwie noch irgendwo Karriere ausklingen wird. Aber jedenfalls mit einem Rüdiger macht Chelsea nichts verkehrt. Chelsea ja jetzt Meister geworden und ja, er spielt Champions League, so wie er jetzt auch ja letzte Saison mit dem AS Rom. Und ja, bin mal gespannt, was er unter Conte zeigt. Was ist hier der Kopfkommentar? Ich kenne Rüdiger nur von seiner Zeit beim AS Rom. Wenn er vorher ein dermaßen schlechter IV war, dass er Slapstick-Rüdiger genannt wird, dann hat er aber schnell gelernt. Das stimmt, also er war nicht wirklich so auf diesem Niveau. Ich kann mich noch daran erinnern, Fußballmanager. Musste man ihn wirklich hoch pushen. Ob er 40 Millionen wert ist, mag angezweifelt werden. Sicher, aber er war in Rom definitiv ein sehr guter IV und auch auf anderen Positionen gut einsetzbar. Ja, ich weiß nur, bei Foot gab es auch eine RV-Card von ihm, das weiß ich. Und Modest fordert vom 1. FC Köln Übernahme von Steuerrisiken. Der Transfer von Modest nach Schieder verzögert sich. Man weiß jetzt nicht, ob er noch wechseln wird. Bin ich mal gespannt. Und darum werden wir uns jetzt hier in dieser nächsten Special-Folge am Montag darum kümmern. Denn, wie ich angekündigt habe, wollen wir uns mit den Transfers beschäftigen. Wir haben uns schon mit Bayern, Leipzig, Dortmund und Hoffenheim beschäftigt. Jetzt kommt Köln. Möchte hier aber nur schon mal auf eines hinweisen. Das Durchschnittsalter der Zugänge von Bayern ist 22,3. Ich sag mal, verjüngt Abgänge. Man hat ist deutlich in dem Sinne, das klingt komisch, Ballast losgeworden. 29, wenn wir jetzt aber auch hier Kings de Coman mal weglassen, hier mit Leihende und ihn dann nur hier als richtiger Neuzugang dann einberechnen, dann ist das hier sogar 29,3, glaube ich. 29,3 oder 29,4 müsste das sein. Also man ist in dem Sinne ballastlos geworden. Man hat die Mannschaft gut verjüngt. Aber Leipzig mit 20,3 immer noch das jüngste Team in der Bundesliga. Und ich bin mal gespannt, wie es nächste Saison mit denen weitergehen wird. Bei Dortmund ist es 23 und bei Hoffenheim ist es 21,5. Also gut gemacht. So, kommen wir zu Köln. Da kann man sagen, ist eigentlich noch nicht viel passiert. Jedoch muss man schon über einen Transfer groß reden, nämlich über Jean Córdoba als Nachfolger von Modest. Und man hat 17 Millionen für ihn ausgegeben. Er ist gerade mal nur 4 Jahre jünger als ein Modest. Sein Marktwert ist 7 Millionen und ich sag mal, 10, maximal 12 hätten es getan. 17 ist aber eindeutig zu viel. Ein Yannis Horn, 20 Jahre jung, für 7 Millionen von Wolfsburg. Guter Transfer. Mag zwar auch vielleicht ein bisschen hochklingen, die Ablösesumme. Marktwert ist aber schon 4 Millionen, darf man nicht vergessen. Und wenn er einige Einsätze bei Köln haben wird, würde sein Marktwert deutlich steigern. Und wenn Köln ihn abgeben sollte, denke ich, wird es mindestens das Doppelte der jetzigen Ablösesumme sein. Und somit hat man auf jeden Fall alles richtig getan.
Abgegeben hat man Marcel Hartl an Union Berlin, die ja um den Aufstieg jetzt letzte Saison gespielt haben. Leider ja nur Platz 4 geworden sind, ja hinter Braunschweig. Aber ich denke, jetzt diese Saison wird man auf jeden Fall oben auch nochmal mit angreifen. Mit dem Hartl, junger Spieler, denke ich, ist es möglich. Und die Leihe mit Subotic wurde halt beendet. Wo ja auch noch ganz am Anfang überlegt wurde, kommt er jetzt vielleicht doch zurück oder verpflichtet Köln ihn fest? Nein, ein Kevin Wimmer soll jetzt irgendwie angeblich wieder im Gespräch sein, aber er sagt selbst, ich bleibe in England, auch wenn er nicht spielt bei Tottenham. Mal sehen, ob Köln sich noch verstärkt. Ich denke schon, Verteidigung und Mittelfeld, denke ich, wird man schon noch was machen. Kommen wir zur Hertha, die auch ein Durchschnittsalter von 20,7 haben, also wirklich jung. Man hat sich Davy Selke aus Leipzig geholt für 8 Millionen. Ich bin aber der Meinung, es sind keine 8, sondern 10, weil 8 Millionen, glaube ich zumindest, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber war ja auch bereit, Bremen noch zu zahlen und deswegen sind es 10. Deswegen ist das hier eine Falschaussage, wie man jetzt so schön sagen würde. Mesilecki, ein Außen aus Ingolstadt, aber auf jeden Fall schnell, freut mich. Die Nachfolge von Jonathan Brooks wurde getätigt, nämlich für nur 2,5 Millionen. Rekik aus Marseille, richtig guter Transfer. Ich kenne ihn aus FIFA sehr, sehr gut und weiß, dass man mit ihm sehr gut spielen kann. Entschuldigung, aber mein Hals ist trocken. Und man hat drei junge Spieler aus der eigenen Jugend hochgeholt. Ich sag mal, alles gut. Abgegeben hat man einen halt als Rekordabgang oder als Abgang. Anthony Brooks für 17 Millionen nach Wolfsburg. Frag mich, warum er nach Wolfsburg geht. Ich sag mal, mit einem Rekik hat man nichts falsch gemacht, weil er günstig war. Aber hätte man ihn jetzt gekauft und man hätte Brooks behalten, sage ich, hätte man auch nichts verkehrt gemacht, so als Alternative. Weil man hat ja auch, boah, wer spielt denn noch in Verteidigung? Langkamp. Und der ist ja auch schon in einem gewissen Alter. Und ich sag mal, Brooks und Rekik wäre schon Traumduo gewesen in der Innenverteidigung. Verstehe nicht, dass ein Brooks nach Wolfsburg gehen will, ist es das Geld. Aber ganz ehrlich, er hätte jetzt mit Berlin international gespielt und von daher kann ich es nicht verstehen. Und ablösefrei abgegeben wurden Kuhls nach Kickers, zu den Würzburger Kickers, Baumjohann nach Brasilien Coritiba und Sami Alagri nach St. Pauli Hamburg. Nils Körber, ein junger Torwart, wurde nach Preußen-Münster ausgeliehen und die Leihe mit Alan aus Liverpool wurde beendet. Und man hat eine positive Transferbilanz. Kommen wir zu Freiburg, wo ich sagen muss, ja, mal gucken, was da noch geht. Man hat Stenzel aus Dortmund jetzt fest verpflichtet, war ja erst ausgeliehen. Niederlechner war ja auch erst ausgeliehen, wenn ich mich nicht irre, und hat man ja auch fest jetzt geholt. Lienhardt hat man aus Madrid ausgeliehen, wo man aber auch eine Kaufoption hat. Und dann noch Leihenden Kerk, Kart, Mennig, Kleindienst, Stanko, Meffert und Schleusener. Durchschnittsalter 22,6, jung. Abgänge sind Philipp nach Dortmund, wo ich immer noch nicht ganz verstehen kann, dass Dortmund den geholt hat. Aber nun gut. Dann Vincenzo Grifo nach Gladbach. Kerk hat man verkauft, erst ja Leihende nach Lautern und nun hat man ihn nach Nürnberg hin verkauft, weniger auch als der Marktwert. Menning ist ablösefrei nach Preußen-Münster gegangen. Torrejon nach Union Berlin, ein erfahrener Innenverteidiger. Also Union hat auf jeden Fall schon zwei Spieler geholt, Hartl und jetzt Torrejon. Bin mal gespannt, wie die nächste Saison spielen werden. Jonas Föhrenbach und Fabian Schleusener wurden beide nach Karlsruhe verliehen. Ein Innenverteidiger und ein Längsaußen. Amir Falahen, der Vertrag wurde aufgelöst. Verein und Ablöse alles unbekannt, weil es halt noch nicht feststeht. Und Niederlechner und Stenzel haben wir schon gesagt, denn die hat man fest verpflichtet. Deswegen ist das hier Bullshit. So, aber ich sag mal von daher, man hat zwar einen Niederlechner, aber man muss auf jeden Fall noch einmal in dem Sturm tätig werden. Und weil man mit einem Grifo, der sowohl zentral als auch links spielen kann, finde ich,
sollte man sich da auch nochmal umsehen. Zwei Positionen und dann kann man so spielen wie letzte Saison. Vielleicht ist es ja nochmal möglich, international da oben mitzuspielen und wenn gesichertes Mittelfeld oder so wie damals, man hat Europa League gespielt und dann ja, spielt man um den Abstieg. Aber ich hoffe nicht, dass es Freiburg passiert, aber ich sag mal 50-50. So, kommen wir zu Werder Bremen. Man hat drei Spieler fest in dem Sinne verpflichtet und einen ausgeliehen. Augustinsson aus Kopenhagen. Ich finde ihn toll, Augustinsson. Und freut mich auch richtig, dass Bremen ihn günstig, muss man wirklich sagen, günstig geholt hat. Dann Jiří Pavlenka, der Torwart aus Slavia Prag, wurde für 3 Millionen geholt. Auch ein guter Transfer. Gondorf als, viele sagen, als Fritz-Nachfolge finde ich nicht richtig. Er ist zwar 29, ich finde Bremen, klar, unter dem Marktwert muss man auch mal sagen, ich sag mal, es ist jetzt nicht so bitter, aber man hätte mit diesen 1,2 Millionen eher einen Jungen aus Tschechien oder doch aus der zweiten deutschen Liga oder dritten, hätte man einen Jungen fürs zentrale Mittelfeld geholt. Gehen wir gleich nochmal darauf ein, weil man ja auch in dem Sinne zwei losgeworden ist. Abgesehen ja von Fritz. So, und man hat Yuning Tsan aus West Brom ausgeliehen für 2 Jahre. Ich denke, von dem werden wir viel sehen. Dann Leihende von Tüg, Guwara, Petzos, Busch, Kleinhaeschler und Aichicek. Abgegeben wurden Serge Gnabry für 8 Millionen, sind aber hier auch 10, muss man auch mal eben bedenken. Es sind keine 8. Vielleicht irre ich mich ja jetzt auch und es sind doch 8. Ich meine aber gelesen zu haben, es sind doch 10. Wiedwald wurde an Leeds United für nur 500.000 abgegeben. Ich sag mal, die hätten schon etwas mehr zahlen können, aber ich denke, Bremen hat sich dann gedacht, Hauptsache wir sind ihn los. Soll jetzt nicht so klingen. Er hat ja auch für Bremen gute Paraden gehabt. Bin aber mal gespannt, wie sich Jiří Pavlenka 25 neben Drobný, zwei Tschechen, wie er sich zeigen wird, weil ich denke, er wird die Nummer 1 werden. Und Mann und Busch hat man an Heidenheim verkauft, weil er erst an 1860 ausgeliehen. Aber hat sich gedacht, nee, bei 1860 spiele ich nicht. Kleinhaeschler werden wieder ausgeliehen nach Astana. Lorenzen, Pizarro. Pizarro Karriereende. Lorenzen im Moment ablösefrei zu holen. Grilic ist gegangen, deswegen finde ich, sollte man, hätte man statt Gondorf sich einen anderen holen sollen. Garcia ist nach Mexiko gegangen. Raphael Wolf nach Düsseldorf. Guwara nach Lautern ausgeliehen. Und Clemens Fritz. Karriereende. Und dann kommen wir zu guter Letzt. Ja, genau, ist doch eine gute Zeit. Und dann kommen wir jetzt zu guter Letzt nochmal eben zu Gladbach. Man hat sich Ginter geholt. Guter Transfer. Man hat Zakaria aus Young Boys Bern geholt. Guter Transfer. Grifo aus Freiburg. Cuisant aus Nancy. Dann ablösefrei Florian Neuhaus aus 1860. Ausgeliehen hat man Reece Oxford aus West Ham, das ist ja wirklich das Talent auch bei FIFA, mit dem ich ja auch sehr, sehr gern spiele. Und man hat sich noch den Mittelstürmer Julio Viaba geholt. Man hat 35 ausgegeben, aber ich muss sagen, hier 20 im Durchschnitt. Top-Neuzugänge, muss ich wirklich sagen. Und von daher finde ich, Gladbach wird, glaube ich, nächste Saison, wo sie ja jetzt hier jetzt letzte Saison 9. Platz belegt haben, ich denke, die werden oben angreifen und ich glaube sogar um die Champions League Plätze spielen, gehe ich irgendwie mal momentan von aus. Auf jeden Fall weiter oben. Ja, und abgegeben hat man halt ein bisschen bitter Mo Dahoud nach Dortmund, also Mahmut Dahoud für 12 Millionen. Man hätte auf jeden Fall da mehr rausholen können. Ich glaube sogar auch hier ist die Ablösesumme wieder etwas mehr. Also ich bin mir ziemlich sicher, das sind keine 12. Aber man hat halt einen Zakaria, der auch ein Jahr jünger ist. Ich sag mal, eigentlich hat man sogar einen Plus gemacht, weniger, hier etwas mehr. Man hat André Hahn nach Hamburg verkauft. Ich hätte ihn gerne in Bremen gesehen, aber nun gut. Aber auch hier ist es, ich glaube, nur 5 Millionen, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, so Transfermarkt sollte man ein bisschen mehr recherchieren. Sorry, Transfermarkt da draußen. Julian Korb hat man aus Hannover geholt. Neuhaus halt. Düsseldorf, ach nee, hier.
Ablesefrei. Leihende. Okay. Ah nee, dann hat man hat ihn ausgeliehen. Man hat ihn geholt und ausgeliehen. Okay. Dann Jribiel So und Nico Schulz. Nico Schulz ist jetzt nach Hoffenheim gewechselt. Jribiel So ist nach Young Boys Bern gegangen. Ablösesumme unbekannt. Und die Leihe mit Christensen ist beendet. Mit diesen wunderschönen Worten beende ich nun diese Folge Transfermarkt News. Wir werden uns nächste Folge in einer Woche aber um Schalke, Frankfurt, Leverkusen und Augsburg kümmern. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann am Freitag wieder. Ich denke, bis dann sollte auf jeden Fall noch irgendwas passiert sein. Und bis dann würde ich sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde, und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.